Eine bunte Ausstellung taucht auf und verschwindet bald wieder. Ein Pop-Up-Museum. Die Idee kommt aus Amerika. So ein Museum bietet farbenfrohe, kitschige Kulissen. Hier treffen sich Jazz und Ben zum Battle. Wer macht die witzigsten, besten Bilder? Jazz versus Ben. Das Foto-Battle. Let's go! Jazz, passt auf! Leute, herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg, beziehungsweise wir sind schon im Super Candy Museum in Köln. So sieht's aus. Mega cool. Hier gibt es so viele unterschiedliche Kulissen. Perfekt für Selfies und für Videos. Jazzy, du liebst es. Selfie-Time. Das ist hier schon fast eine Probe. Für euer erstes Battle. Ein Selfie. Ja, meinst du so Duckface und so? Kann ich. Kann ich auch. Kannst du auch Healthy? Haar-Selfie? Ja, klar. Warte, ich halte mal kurz. Oder das sogenannte, Achtung, Profi. Nein, kein Profi, Ben. Ihr macht beide bitte ein Welfie. Welfie. Was ist ein Welfie? Das ist ein Foto in Workout-Pose. Also Workout meets Selfie. Welfie. Ah, Welfie. Bist du bereit? Möge hoffentlich der Bessere gewinnen. Die Bessere. Oh, was für ein schönes Auto. Spielregel für diese erste Aufgabe. Jazz und Ben müssen sich selbst fotografieren. Das Ding hier ist über 2000 Quadratmeter groß. Ja. Das heißt, es gibt so viele Motive. Man muss jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, oder? Welfie. Du fängst an. Sport. Du musst auch eine coole Pose überlegen. Ach, best position. Mal gucken, was die einem vorschlagen hier. Nee. Ah, das ist so Asterix und Obelix mäßig. Ja. Ich will so wie Goliath, weißt du? Oh. Ach, hey, diese Disco-Kugel als Schwergewicht. Wechsel! Warte, gibst du mir noch eine Sekunde? Ich muss mir noch entscheiden, ob ich es dann mache oder nicht. Ja? Komm mal ganz schön mit. Mein, wozu habe ich denn zu Weihnachten 23 Mal Gans gegessen? Denk dran, du musst auch ein Selfie machen. Du musst dich ja dabei fotografieren. Außerdem müssen wir uns ja Mühe geben, weil ihr zu Hause bestimmt per Online-Voting, wer hier gewinnen tut. Nicht wahr? Workout, du musst ja erinnern. Ben, hast du ein Glück, dass bei dir der Gänsebraten auf die Oberarme geht? Ganz stark, da ist er. Okay, fertig. So, das bist du dann, Jess. War tatsächlich, ohne Quatsch, das war meine Idee, zu dem Essen zu gehen. Du Blödmann, ich habe mich schon gefreut, dass du zu den Kugeln gegangen bist. Das ist gar nicht so leicht. Was kann ich machen? Boah, die sehen aus, als würden sie Selfies können, doch. Ich bräuchte mal ein paar Tipps, ich frag mal eben kurz. Darf ich kurz stören? Hallo Mädels, hi. Habt ihr Tipps für mich, wie man das perfekte Selfie macht? Von oben. Von oben? Ja. Okay, da hat Ben schon alles falsch gemacht, der hat mich von so gemacht. Okay, von oben ist gut. Und macht ihr Fotos selber mit der Selfie-Stange oder wie macht ihr das? Mit dem Handy. Also einfach mit dem Arm. Cool, super, vielen, vielen Dank euch. Habt ihr ein Lieblingsmotiv, was hier am besten rüberkommt? Luftballons? Okay, alles klar. Ich sag gleich mal hin. Danke. Tschüss. Wealthy, Gymnastikbälle. Ich glaube, ich habe mit meiner so starken Performance Jess erstmal ein bisschen verunsichert. Aber warte mal, hier. Ich stelle mich, glaube ich, hier an. Ja? Alter, die macht aber viele Fotos. Also. Auf 10. This is the Risen Mops of Night. Das kann ich noch machen. Ich wollte noch einen. Na, Jess. Ein. Das sieht doch nicht nach Sportworkout aus. Nochmal? Ich mache eine Plank. Drei. Balance. Schon besser. Mega, wir haben's, Leute. Geil. Erstes Selfie. Done. Check. Okay, weiter geht's. Wir sind bereit für die nächste Challenge. Aufgabe 2. Boomerang-Videos. Was? Thema Überraschung. Thema Überraschung. Überraschend, aber als Boomerang. Okay, überrascht tun. Da ist eine Boomerang-Station. Wollen wir da mal hin? Ja, okay. Das ist eine 3D-Fotostation, denn kein normaler Boomerang. Ihr seid auch hier einfach, um Fotos zu machen, stimmt's? Genau. Ja. Wir zwei sind so ein bisschen auf einsamer Flur. Es sind wirklich sehr viele Mädels hier und sehr wenig Jungs. Was glaubst du, woran liegt das? An den Farben. Okay, ja. Aber nee, ich find's eigentlich ganz, ganz cool. Hast du für mich als Typ so ein paar Tipps noch, wie man das perfekte Selfie macht? Ich achte auf das Licht. Okay, wenn's geht. Alles klar. Ohne, dass es Schatten wirft. Ja. Okay. Und was macht ein Foto für euch besonders? Bei euch wahrscheinlich viel Bewegung, ne?
Ihr seid so am Rumjobben hier gerade? Persönlich ja. Persönlich ja. Alles klar. Das kommt ein bisschen natürlich heraus. Vielen, vielen Dank. Ich werde mal versuchen, davon ein bisschen was umzusetzen. Wollen wir noch ein Bild zusammen machen? Ja, gerne. Okay. Sehr gerne. Zwei, drei. Oh. Alles gut geworden. Cool. Vielen Dank. Danke euch. Tschüss. Danke. Ciao. Dürfen wir uns assistieren? Hm? Also kannst du das Boomerang machen? Ach so, ja, klar. Ja? Okay. Ja, das ist erlaubt. Ab jetzt müsst ihr nicht mehr selbst den Auslöser drücken. Eins, zwei, los. Ich hab eins, das ist mega gut. So, jetzt bist du dran. Ich bin völlig erschöpft. Weiter geht's. Cool, das sieht ja auch mega aus. Ich glaube, ich hab meine Überraschung. Der Painting Room. Sieht voll gut aus. Das war schön. Du kannst doch sowas spielen, so ich komme aus der Tür raus. Hups. Was soll ich machen? Was? Einfach, wenn ich sage Go, Go. Okay. Drei, zwei, eins. Das ist witzig. Ja, das ist meins. Das ist witzig. Das ging ja voll schnell. Vielleicht noch eins ohne Doppelkinn. Ja. Danke. Von oben. Bisschen oder von was? Oben. So. Das möchte ich auch haben. Also, ich mit deinen Zwoten. Erzähl mal, letzte Kategorie. Wo, wir sind bereit. Okay, eure letzte Aufgabe. Ein Kika Livey. Kika Livey? Kika Livey. Keine Probleme. Keine Probleme. Was ich dir auf jeden Fall zeigen muss, ist das Teil hier. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Kameras aufgebaut. Okay. Eins, zwei, drei. Die Haare. Zwei, drei. Yay, das könnten schon Kika Livey sein, oder? Jess, Ben? Yeah. Mega gut. Auch gut. Wow. Bleib doch da drin, ist doch lustig. Wir kommen da hin. Ja, ist witzig. Warte mal kurz. Boah, seid ihr beste Freundinnen? Weil was ist ein Selfie im Kika Lifestyle? Also wenn man mal zusammenfasst, ja. Wir sind unterwegs, treffen viele Leute und die wollen alle ein Selfie. Und das nenne ich dann Kika Livey. Kika Livey. Okay. Also ich finde das super gut. Sehr süß. Und jetzt noch eins so, so abklatschen. So. Ja? Cool. Oh, süß, also Bernie, ja du bist ja richtig romantisch. Das ist eine relativ sichere Nummer, dass ich hier heute richtig gut vorne liege. Vielen Dank, wenn das ist wir ganz euch lieb schon mal euch, da haben, Mädels, was ist so euer Tipp für das perfekte Selfie? Ein schöner Hintergrund auf jeden Fall. Ja, ah, okay. Auf jeden Fall recht hier. Schöner Hintergrund. Na, Hintergründe gibt's hier reichlich. Ben, nicht kaputt machen. Kannst du mir ein Foto machen? Ja. Du musst jetzt den Wagen festhalten, damit er nicht wegkommt, wenn ich einsteige. Ja. Ist das jetzt das Kika Live-Bild oder ist es einfach nur so? Nee, das ist für mich. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Kannst du mal bitte auch noch einen Boomerang machen? Ja. Bei Go, ja? Nein. Three, two, one. Ah, it's a dream, it's a dream. It's a dream. Und jetzt ein Kika Live-Foto. Ach, geht schon los? Achso, ja. So, okay, sorry, nochmal, mach ihn nochmal. Three, two, one. Das ist eigentlich voll, voll genervt, dass du mich wieder schieben musst. Ich glaube, ich habe. Das ist auch ein bisschen Kika Live. Oh, ich habe noch eine Kika Live Idee unten. Ja, dann machen wir noch ein gemeinsames. Ja. Nein! Warte. Der war auch nicht schlecht. Es sieht sehr echt aus, ist es aber leider nicht. So Leute, jetzt seid ihr am Zug. Wir haben ganz viele Fotos gemacht und ihr zu Hause müsst entscheiden, wer ist der Selfie-Winner? Es gab drei Kategorien. Genau, Nummer eins ist das sogenannte Welfie, Nummer zwei Boomerang und Nummer drei das Kika Live. Und wie erfahren wir dann, wer gewonnen hat? Sag ich dir ganz ehrlich, auch online auf kikalive.de. Ihr Lieben, wenn ihr auch mal sowas hier erleben wollt, dann ist das gar kein Problem. Informiert euch einfach im sogenannten Internet. Denn das hier ist ein sogenanntes Pop-Up-Museum. Das heißt, das zieht ab und zu herum. Das heißt, man kann es eventuell auch mal in seiner Nähe irgendwann entdecken. Und dann heißt es Selfie-Time. Schade, dass die nicht echt sind. Ich hab echt Hunger. Lecker. Wir gehen jetzt was essen. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Und voted für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Kriegst auch Döner.